Hallo und willkommen zu diesem neuen Video. Heute erkläre ich euch mal, was hier hinter mir steht. Habt ihr eigentlich schon mitbekommen in dem letzten Video, aber heute gibt es das etwas genauer. Ich habe hier ein Blau Aquascaping Aquarium 28 Liter mit den Maßen 40x25x28. Tatsächlich ist das jetzt mein erstes Weißglas-Aquarium. Ich bin schon überzeugt. Also es ist was anderes als jetzt zum Beispiel mein Denali Cube. Und die Preise sind dafür eigentlich echt okay. Also klar, wenn man sich jetzt genaue Vergleichsbilder zum Beispiel zu einem ADA Cube Garten oder so angucken würde, würde man natürlich einen Unterschied sehen, aber es reicht vollkommen aus. Als Unterschrank habe ich darunter jetzt einen IKEA-Schrank, ein IKEA-Wiehkammer, hier schön in weiß. Passt auch sehr schön zu dieser schicken weißen Unterlegmatte, die da mit dabei ist. Das Ganze ist sehr stabil. Man hat eben so ein Metalluntergestell und nochmal so Streben, die dann von den einzelnen Streben quasi, also stellt euch vor, die gehen so runter, aber sind dann nochmal auf dem Boden verbunden. Wie ein Viereck, also wird das gleichmäßig verteilt. Da drin hat man dann hier noch eine kleine Schublade, ich habe da jetzt zum Beispiel meine Tools drin und Pflanzenkleber und sowas, was übrig geblieben ist. Also eigentlich Tools kann man da sehr gut lagern. Der ist so aufgebaut, dass ich dahinter noch ein bisschen Platz habe. Dann habe ich hier meinen ASU Hang-On-Filter dahinter, den man schon eigentlich kennt. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber er ist eigentlich schon recht bekannter Filter. Ist der im Flexi Mini Set auch enthalten ist, und das müsstet ihr eigentlich wirklich kennen. Dieses Aquascaping 16 Liter Set, was Oliver Knott auch mit erfunden hat quasi. Dann habe ich dahinter eine weiße Rückwand von Denali, eine weiße Scaper Spec. Generell recht weiß und hell gehalten, auch der Schlauch, der CO2-Anlage, aber da kommen wir später zu. Schrankunterlegmatte, Rückwand, eigentlich sehr weiß. Dann noch dahinter sammeln sich so ein bisschen meine Kabel. Das ist jetzt aber nicht so interessant. Wir fangen jetzt mal mit der Hardware an. Schrank kennt ihr ja jetzt schon. Aquarium habe ich euch auch schon vorgestellt am Anfang. Dann kommen wir zu der CO2-Anlage. Ich habe hier meine JBL U504, wie immer eigentlich. Die ist aber tatsächlich ein bisschen am Rumspinnen. Jetzt gerade habe ich erfahren, ich habe den Druckmineral zurückgeschickt und der ist jetzt neu da. Werden wir jetzt sehen. Eigentlich müsste es jetzt funktionieren, sonst wäre das richtig mies. Also irgendwie spinnt das so ein bisschen, ist die Anlage so ein bisschen verhext. Dann habe ich halt ganz normale 500 Gramm Flasche, der normale Druckminderer. Dann habe ich einen klaren Druckschlauch von Aquasabi. Daran dann den Blasenzähler, den ich eigentlich nur als Rückschlagventil benutze, weil ihr wisst ja, gibt es auch von Aquaona zum Beispiel ein Video, dass Blasenzähler eigentlich nicht so richtig was bringen. Und ich muss schon immer schmunzeln, wenn jetzt jemand sagt, das hatte, meine ich auch, der Chris Lukop erwähnt in seinem Workshop. Gut, das ist jetzt kein Aquascaper, aber dass er das halt an Blasen den CO2-Gehalt festmacht, muss ich immer so ein bisschen schmunzeln. Aber gut, ist Einstellungssache, da kann man sich streiten. Ich habe das dann mit Kabelbindern so ein bisschen an diesen Fuß vom Tisch festgemacht. Dann ist dann noch ein Stückchen weiter mein Magnetventil auch mit Kabelbindern festgemacht zur Nachtabschaltung. Und dann geht es ein bisschen weiter hoch ins Aquarium und mein Edelstahl-Diffusor. Filter hatte ich ja jetzt schon erwähnt. Ganz spannender Teil jetzt die Lampe. Das ist eine Twinster 300C, 1600 Lumen. Ballert da jetzt 57 Lumen pro Liter rein. Also ordentlich. Brauchen wir uns in dem Punkt wirklich keine Sorgen mehr zu machen. Dann habe ich da noch an der Ecke rechts vorne mein ADA-Thermometer. Muss man jetzt auch nicht mehr sagen, ist klar. Ist natürlich auch ein gewisser Luxus, aber kann man verkraften. Und dann an der linken Ecke, links vorne, hängt mein Aquasabi Glass Drop Checker mit der Aquarebell Flüssigkeit. Auch klar, eigentlich muss ich nicht mehr erklären. So, jetzt zum spannenden Teil, zum Scaping richtig. Ich hatte wirklich am Anfang schon eine grobe Idee. Das Becken stand ein paar Wochen hier so und ich hatte schon so ein bisschen Hardscape da, so ein bisschen überlegt. Also eigentlich habe ich mich schon recht sehr festgelegt für meine Verhältnisse. Ich bin ja doch eher spontan. Ich habe mich schon ein bisschen über mich gewundert. Aber am Ende hat sich das dann recht verändert doch schon.
am Boden einmal, um den Bodengrundaufbau zu erklären, habe ich eine dünne Schicht Volcano Mineral gelegt. Dann kamen da drüber die zwei ADA Bodengrundzusätze, Bagda 100 und Clear Super. Turmalin mit C, auf Turmalin mit C habe ich jetzt verzichtet. Denke ich, ist nicht nötig in diesem Aquarium. Bisschen unnötiger Luxus. Dann hier JBL-Säul drüber, ganz, also wieder Volcano Mineral, Bodengrundzusätze, dünn Volcano Mineral, JBL-Säul, kein Powder-Säul, einfach nur normaler Säul. Und ja, jetzt kommen wir zum richtigen Hardscaping. Ja, es fing eigentlich damit an, dass sich dieses Layout verändert hatte, dass mir die rechte Ecke rechts hinten nicht so richtig gefiel. Das war noch, als das Becken trocken war. Und ich habe mich dann dazu entschieden, das erste Mal richtig Hardscape zu kleben. Das war ein mäßiger Erfolg. Also, es geht besser. Sagen wir es mal so, das liegt gut. Kleine Ausrede, es lag jetzt bestimmt ein bisschen daran, dass ich nur Pflanzenkleber da hatte. Ja, es hat am Ende funktioniert. Es ist jetzt an einigen Stellen nicht so schön, aber da wächst die Pflanze, wo ich später noch zurückkomme, dann auch drüber. Also habe ich mir so drei Wurzeln, waren es so drei kleine schöne Wurzeln, zusammengeklebt und am Ende mich noch dazu entschieden, die auf so einen Stein zu kleben. Und da sind sie jetzt, damit sie nicht hochtreiben. Sieht sehr schön aus. Und dann wieder die linke Ecke ist mir dann ins Auge gefallen, hinten links. Gefiel mir dann wieder auch nicht so gut. Und im Grunde wurde es dann komplett geändert. Die Wurzel ist nämlich komplett hochgetrieben, obwohl die seit Wochen auf dem Boden eines anderen Aquariums lag. Ich weiß nicht, wie es passiert ist. Keine Ahnung. Auf jeden Fall hat die mir meine ganze linke Seite komplett zerstört, weil die auch so ein bisschen eingebuddelt war. Da hat die diesen ganzen Berg hochgerissen, wo meine Rotalahara war. Musste ich dann alles nochmal neu anpflanzen. Das war richtig frustrierend. Und ja, da habe ich dann auch was geklebt. Da so ein bisschen habe ich mir eine Mischung so ein bisschen aus Ancient und Frodo-Stone, also ist ein interessanter Stein, so ein bisschen rumgeklebt. Also die Wurzeln winden sich da jetzt so ein bisschen drum. Also wenn das jetzt der Stein ist, winden die sich da so ein bisschen rum, sieht so ein bisschen so aus. Da ist mir das Kleben deutlich besser gelungen. Da hatte ich dann aber auch den Hardscape-Kleber, den ProHaro Rapid von JBL. Ein Tag später wurde dann auch bepflanzt. Ich habe teils Pflanzen von Aquasabi mir selber gekauft, teils vom Aquadosu mir selber gekauft. Ein paar habe ich aber noch vom Aquadosu gestellt bekommen. Das war auch sehr nett, bedanke ich mich nochmal für. Bodendecker war jetzt in der Mitte vorne Eleocharis SP Mini, so ein bisschen Standardsortiment schon. Links und rechts auf derselben Höhe dann Helianthium Tenellum Green, so ein bisschen um einen leichten Übergang zu schaffen, etwas gröber, aber trotzdem grasartig, auch höher. Habe ich ein bisschen Angst vor den Pflegemaßnahmen, aber ich bin mal gespannt. Ich gucke jetzt mal. Rechts hinten habe ich dann mein Trident-Farn auf den Stein so ein bisschen drauf geklatscht. Der wiegt sich da so ein bisschen im Wasser, die biegen sich ja irgendwie immer so schön. Und generell habe ich da jetzt sehr, sehr viele neue Pflanzen verwendet, also auch viele, viele kleine Experimente quasi für mich. Und da sammle ich jetzt, glaube ich, auch nochmal mit diesem Becken viele Erfahrungen. Zwischendurch habe ich dann immer mal so ein bisschen hinter großen Hardscape-Elementen Hydroctyle Tripatita gesetzt, weil die ja so ein bisschen so rankend hängen wächst. Und dann soll die da so ein bisschen sich drüber hängen. Das sieht bestimmt auch ganz schön aus. Da bin ich mir eigentlich, das ist so die Pflanze, wo ich mir am wenigsten sicher bin, ob das gut aussieht. Dann vorne links in dem Helianthium Tenellum so ein bisschen fängt schon mein Rotalahara-Weg an. Der steigt dann links hoch auf diesem Berg quasi mit der, hinten links mit der Wurzel. Auf den Wurzeln habe ich generell sehr viel Hygrophila pinnativida verwendet, um die Klebestellen zu kaschieren, aber auch, weil es eine wirklich sehr schöne Pflanze ist, um die Wurzeln ein bisschen zu begrünen bzw. zu beroten. Das wäre natürlich der Traum, dass sie schön knallig rot wird. Werden wir auch sehen. Am linken Stein habe ich dann noch ein bisschen Gratiola rumgepflanzt, um diesen Berg quasi am Fuße des Berges Gratiola so stängelweise, wie sagt man, so eine Allee quasi, genau, Allee.
Und rechts an derselben Stelle am anderen Stein habe ich so ein bisschen am Fuß Cryptocoryne Venti Brown gesetzt. Die soll auch da so ein bisschen rumwandern und das so ein bisschen abschließen und so einen Übergang. Die sieht sehr momentan noch sehr schön bronze aus, hat die ersten Blätter schon abgeworfen, so richtig matschige Blätter. Es war keine schöne Angelegenheit, die stellt sich jetzt auch schön auf den Submersenwuchs um. Ja, und demnächst werden da jetzt mehr Videos drüber kommen. Ich werde vielleicht auch einzelne Videos nochmal genau zu Technikpflanzen oder sowas machen. Ich würde mich dann an die Kommentare wenden. Ja, und jetzt vielleicht findet ihr noch von meinen anderen Videos ein interessantes, was euch gefällt. Ich sage jetzt ciao.